Wer schreit denn hier so komisch? Ich hätte sie. Nein! Er hat mich! Isaac, mach ihn dir fertig! Ach, ihn fertig, Isaac! Gib's ihm! Oh, okay, ich mach gleich Medipack. Ich hab ja 1000 Stück davon. Muss ich hier lang? Nur irgendwo runter. Ach, schon wieder diese komische Musik. Dieses Flüstern. Ich weiß nicht, ob man das so überhaupt hört. Also, ich hab ja Kopfhörer auf und da hört man. Man hört einfach alles. Ich höre sogar das Gras wachsen. Wenn es hier Gras geben würde. Nee, das ist schon ganz cool. Ich klappe mal kurz alles nach. Oder ich gucke mal, ob alles nachgeladen ist. So, ihr kranken Bastarde hier. Brennt in der Hölle! Okay, wir suchen was anderes. Brennt in der Hölle! Die rufen mich. Sie rufen nach mir. Was hier? Ich soll zu ihnen kommen. Oh, oh. Schnauze. Auf die Knie. Was soll? Okay. Ich bleib noch kurz ein bisschen hier. Weil ich nämlich keine Plasma-Energie mehr habe. Die werde ich mir dann erstmal kurz kaufen. Stasis-Pack, nö, behalte ich mal. Energie-Laser-Kanone, nehme ich auch mit. Okay, warte. Wir brauchen Plasma-Energie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20! Keine Ahnung, ich habe nur so gezählt. So. Energieknoten, ich weiß, ist hier eine Werkbank, dann würde ich mir mal kurz welche kaufen. Aber wenn hier keine Werkbank, egal. Nicht so schlimm. Oh! Ich dachte, der kommt runter. Zero G Basketball. Okay, das spielt man in der Zukunft also immer noch Basketball. Naja, ist nicht so mein Sport. Aber okay. Okay. Cool. Was ist das? Schema für Anzug Level 5. Ernsthaft? Ich habe nur einen. Okay, das ist viel zu wenig. Also auch das benutze ich mal. Das hebe ich auch auf. Huch. Das nehme ich auch nicht mit, lasse ich auch hier liegen. Will ich nicht haben. Ich laufe zurück und hole nochmal Anzug Level 5. Und ich wette, jetzt habe ich genug Credits dafür. Ich wette. Okay. Hier geht's zurück. Ich wette, ich habe nicht genug Credits. War ja klar. Wie viel braucht man dafür? 60.000! Die bescheuert! Hab ich was zu verkaufen? Ja, natürlich habe ich was zu verkaufen. Energiekanone, den Ripper, der würde sich mir das alles verkaufen. Ripper Klingen verkaufe ich mal, weil ich benutze das sowieso nicht mehr. Also jetzt, nee. Strahlmunition. Ja. Energielaserkanone. Wie viel habe ich denn dabei? Ja, so viel ist es auch nicht. Wie die verkleinern, verkaufen. Komme ich noch auf 60.000? Ich müsste eigentlich noch ein paar weniger mitnehmen. Ich glaube, es ist ein einziges mit.
Halt. Ah, das. Ja. Ich spiele voll in die Karten. Verkaufen. Theoretisch könnte ich die Waffen eigentlich auch verkaufen. Ich benutze die eh nicht mehr. Ich habe die vier Waffen, die ich da gerade ausgerüstet habe, die behalte ich sowieso. Die Waffen verkaufen will ich eigentlich gar nicht, obwohl ich die gar nicht benutze. Ich verkaufe die Waffen. So. Weil. Die Medikits brauche ich nämlich noch. So, also Level 5 her damit. Dann habe ich auch ein großes Inventar. Au! 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 Es tut so weh! Au! Ah ja, okay. Ich sehe, wie sich alles verändert hat. Ja, ja. Bin ein völlig neuer Mensch. Warum hat man eigentlich Isaac sein Gesicht schon mal gesehen? War das am Anfang eigentlich? Hat man das mal gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht mehr. Okay, Nimm mich nicht mit. Ich glaube, so gehe ich los. Warte noch kurz. Ich habe noch zwei Plätze frei. Ich habe, ja, Munition habe ich mit. Medikits habe ich auch mit. Passt schon so. Ist das hier auch noch was? Das ist bloß ein Licht, oder? Guck mal. Okay. Ach, hier haben die gespielt. Z-Ball-Regeln. Stellen Sie sich auf beleuchtete Plattformen, aktivieren Sie sie, um das Spiel zu starten. Springen Sie auf so viele Wertungsplattformen wie möglich, um Ihren Punktefaktor zu erhöhen. Verwenden Sie dann das Kinesium-Tool, um den Ball zu fassen und in den aktiven Korb zu werfen, bevor der Wurf bla 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 bla. Ich hoffe, das muss ich nicht wirklich machen. Darauf hätte ich keinen Bock. Ich mag ja eigentlich Minispiele, aber nicht in diesem Spiel. Das passt hier sowas von gar nicht rein. Ja, Eintritt ja, Schwerelosigkeit. Das wird doch machen. Was? Was hat er gerade so viele Medipacks mitgenommen? Das war voll schlecht. Hau ab hier, du. Level 1.
sehe den aktiven Korb nicht. Keine Ahnung. Interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. So, muss ich lang? Hä? Jetzt muss ich wieder raus, oder was? Ja, besser so. Ende der Schwerelosigkeit. Ich sage, ich habe das Gefühl, ich werde hier wahllos hin und her geschickt nur noch. Komm ich hier rein jetzt, ja? Hat doch noch ein Stars-Modul dabei, oder? Ja. Das werde ich mal gleich benutzen. Oh, hallo, wer bist denn du? Eine kleine Speicherstation. Okay, dahinter wird. Verstehen. Alles, woran wir glauben, wird wahr. Ist die Wahrheit und ihr Tod ist nur die erste Phase. Ich würde mir gerne den Ablauf dieser Transformation abschrecken. Bald schon werden alle physischen Belange abgeschüttelt haben. Sie müssen in Namen. Das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben. Das ist es, worauf wir gewartet haben. Hören Sie nicht auf sie. Kommen Sie zurück. Kommen Sie zurück. In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abwenden. Hören Sie nicht auf zu glauben, was in der Kolonie passiert ist, ist keine Tragödie. Es ist Gottes Werk. Es ist um einiges fantastischer. Wir haben auf dem Planeten unter uns einen Marker gefunden, dass sich Gottes Plan entfaltet und dass wir seine Erben sind. Wir werden auferstehen. Alles, woran wir glaubten, wird wahr. Unitology ist die Wahrheit und ihr Tod ist nur die erste Phase. Von dem physischen Ablauf dieser Transformation abschrecken. Bald schon werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben. Sie müssen... Ihr Narren! Das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben! Das ist es, worauf wir gewartet haben! Hören Sie nicht auf sie! Kommen Sie zurück! Kommen Sie zurück! Ja. In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abwenden. Hören Sie nicht auf zu glauben, was in der Kolonie passiert ist, ist keine Tragödie. Es ist Gottes Werk. Es ist um einiges fantastischer. Wir haben auf dem Planeten unter uns einen Marker gefunden, dass sich Gottes Plan entfaltet und dass wir seine Erben sind. Wir werden auferstehen. Alles, woran wir glaubten, wird wahr. Unitology ist die Wahrheit und ihr Tod ist nur die erste Phase. Von dem physischen Ablauf dieser Transformation abschrecken. Bald schon werden sie alle physischen Belange abgeschüttelt haben. Sie müssen... Ihr Narren! Das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben! Das ist es, worauf wir gewartet haben! Hören Sie nicht auf sie! Kommen Sie zurück! Kommen Sie zurück! In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abwenden. Hören Sie nicht auf zu glauben, was in der Kolonie passiert ist, ist keine Tragödie. Es ist Gottes Werk. Es ist um einiges fantastischer. Wir haben auf dem Planeten unter uns was ich sagen wollte, religiöser Fanatismus bringt doch immer nur Gewalt und Zerstörung, Tod und Zerstörung. Was anderes bringt religiöser Fanatismus nie. Genauso wie im richtigen Leben. Diese religiösen Fanatiker. Das sind doch immer die Schlimmsten. Egal welche Religion. Dieser Fanatismus ist in der Schlimme. Sie müssen. Narren! Das ist es, wonach wir all die Jahre gesucht haben!
Das ist es, worauf wir gewartet haben. Also, ich will nicht sagen religiös schlimm, sondern fanatische Religion, wenn man so fanatisch ist. Das ist schlimm. Immer. Brauchen sich ja nur mal die Geschichte der Menschen anzugucken. Dann weiß man Bescheid. Ja. Verschlossen? Na Gott sei Dank habe ich einen. Plasmaenergie, Projektile. Das ist ja ein Eldorado hier. Ich kann sogar alles mitnehmen, weil ich ein großes Anzug im Moment habe. Ist ja total geil. So. Wo geht's lang? Da lang. Das ist doch gar nichts. Hä? Ernsthaft? In dieser wichtigen Stunde von der Kirche abwenden. Geh mir nicht auf den Sack mit deinem Quatsch. Was in der Kirche passiert ist, ist keine Tragödie. Es ist Gottes Werk. Sie ist doch gar nichts. Ach so, warte, pass auf. Nee, doch nicht. Na doch. Geheimgang. Halbleiter Rubin, die musst du auf alle Fälle mitnehmen. Falls du noch was kaufen willst. Ja, habe ich jetzt mitgenommen? Nein, wieder das Medipack, oh Mann. Es ist ein bisschen dunkel hier gerade. Komm ich durch? Nee, warte mal, irgendwas muss ich hier wegschieben. Ach je, oh je. Okay, die Richtung kann ich nicht schieben. Ist auch blockiert. Auch blockiert. Dann mache ich das am besten mal wieder zu. So. Schiebe ich das da hoch? Siehst du, so mache ich das. Und das schiebe ich auch hier hoch. Okay. Und das schiebe ich so hoch. Dann komme ich durch. Noch mehr Geheimgänge hier oder was? Lacht die so dreckig. Okay. Was ist hier so lustig? Ich sehe hier nichts, worüber man lachen könnte. Ich glaube, ihr Kopf ist gerade explodiert. Leider haben wir das nicht gesehen. Weil ich so paranoid bin und dachte, ich werde gleich angegriffen. Aber auf alle Fälle sind hier wohl alle, ja, tot. Andererseits habe ich schon mal jemanden auf dem Schiff lebendig getroffen. Ich glaube, einmal, ne? Ja. Nachtkarte. Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich. Aber meine Kreation ist frei. Wiedergeboren in die tosende Hitze des Lebens. Jetzt ist es Zeit, dass sie sich einbringen. Ich mach mal ein bisschen Licht. Ich sehe hier so wenig. Ach die Scheiße, der regeneriert sich. Ach die Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll.
sich ziehen. Ach, wie scheiße. Das war's denn so. Okay. Es ist zu dunkel hier. Als dass ich was sehen könnte. Es ist zu dunkel, als dass wir sehen. Ja, genau so ist das Problem. Wir sehen jetzt. Ich muss fliehen anscheinend. Ich weiß nicht, ob ich. Ich weiß nicht, ob ich mich verschwunden habe. Ich sehe nichts mehr. Toll. Alter, nicht schiebt, oh, jetzt schiebt er das nicht zu gut. Ja, toll, jetzt ist auch noch hier drin. Aber oh, ich glaube, das gleich tot machen, macht er nochmal. Jetzt muss ich hier alles hin und her schieben. Ich weiß, ob ich hinterherkommt, ey. Jetzt hätte ich sie erstmal gefangen da. Oder er kommt durch die Luft und checkt er. Die Hohensohn hat gerade den Schlupf überbrückt. Ich versuche das rückgängig zu machen. Geil. Jetzt sind hier wieder 1000 neue. Oh, lasst mich doch mal in Ruhe, ey. Oh, das geht mir so auf den Sack hier gerade. Mein. Ja, wer bist du, ey? Meine Fresse, was ist denn das für ein Quatschspiel hier zum Schluss noch? Ja, halt die Fresse, ey. Bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich. Oh, jetzt sehe ich wieder gar nichts. Frei, wiedergeboren in die tosende Hitze des Lebens. Jetzt wird es Zeit, dass sie sich einbringen. Oh, jetzt wird es schon von mir. Das Spiel wird unnötig in die Länge gezogen. So ein Quatsch, ey. Das ist wirklich totaler Blödsinn hier gerade. Das war so gut, das Spiel die ganze Zeit. Oh ja, schön. Isaac, die Hohensohn hat gerade das Türschloss überbrückt. Ich versuche das rückgängig zu machen. Warte kurz. Boah, lass mich nicht hin. Gott, ey. Wo ist der andere Vierzehn? Oh, es gibt doch keinen. Schön, der Mega-Laser ihm nichts antut. Oh nein, du Scheiß, wie schwer, ey. Wo lang? Oh ja, na klar. Oh, da ist schon wieder so ein Vieh. Ja, schön, ist doch. Ja, los! Falsche Tür. Geil. Richtig geil. Oh nein. Halt bloß die Fresse. Und jetzt
kommen Sie zu mir in den Bereich. Die Tür ist offen. Schnauze. Isaac, du solltest Dr. Kall mit Vorsicht genießen. Ein Großteil der Sachen, die ich bisher herausgefunden habe, stammt aus seinen Aufzeichnungen. Ich kann nicht speichern. Aber trotz seiner Labilität könnte er gewalttätig werden. Oh Gott. Ja, geil. Tut er hier auch noch rein, oder was? Oh, ist das ein Scheiß. Habe ich gespeichert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also, ich kann gerade echt nur noch meckern darüber. Warum zieht man das Spiel jetzt so unnötig in die Länge? Ich weiß nicht, ob er gespeichert hat. Fix und zugenäht. Ich will jetzt nicht mal zurücklaufen, deswegen. Alter, ist hinter mir jemand? Wie gemein ist das denn jetzt? Alter, was ist denn hier los? 1000 Stück! Die ganzen Sektenmitglieder, jetzt haben sie alles, genau das, was sie wollten. Sie wollten die Sterblichkeit nach ihrem Tod. Was habt ihr jetzt davon? Also ich habe nicht ein Minipack mehr. Ich glaube es nicht, ey. So, kann ich jetzt mal kurz in Ruhe speichern? Ja, hat er vorhin doch noch gemacht, Gott sei Dank. So. Ich habe noch ein paar Energieknoten. Ich gucke mal, ob ich da noch irgendwas machen kann. Ich hätte auch schon eine Idee. Ich hätte mal versucht, meinen Anzug aufzuwerten. 4 Stück, ja, mache ich jetzt auch. So hat es nicht. Ah, mehr TP. Ist das der verrückte Professor? Kann ihn mal einer umlegen, wenn er das ist? Leg ihn mal einer um. Ich wusste, dass du das Richtige tun würdest. Ich wusste es. Sie haben es geschafft. Gott sei Dank. Sie haben es geschafft. Ich habe Ihren Fortschritt beobachtet. Ich weiß, dass Sie das WIP-Shuttle reparieren und von hier weg wollen. Aber eine Flucht ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Der Schockantrieb des Shuttles ist zerstört. Nein. Verzweifeln Sie nicht. Ach, okay. Geben Sie nie die Hoffnung auf. Zuerst habe ich die Hoffnung verloren. Kein Wunder. Hab versucht, das Schiff zu zerstören, die Systeme zu sabotieren. Aber Amelia, sie hat alles verändert. Die Kirche! Sie glauben, der Marker war göttlich, aber sie wissen nicht, was hier passiert ist, was entfesselt wurde. Sehen Sie genau hin. Ach, die Scheiße. Das ist es, was wir am Kern des Planeten gefunden haben. Mercer nennt es das kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die die Necromaus telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm! Aber Amelia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, indem der Marker auf den Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein.
Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Genau, die vier ist... Es tut mir so unendlich leid, Olivia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, es zu Ende zu bringen und für meine Sünden büßen. Aber Sie können mir helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen. Können wir es beenden? Für alle Zeiten. Danke. Stimmt, ich nenne sie zwar Viecher, aber diese sogenannten Viecher heißen ja Necromorphs. Genau, so war das ja. Die Necromorphs.